Willkommen in der Sand in the Bay. Heute habe ich für euch den zweiten Versuch eines Masterpiece Bumblebee Movie Blitzwings. Ich habe für euch Zeta Toys Flash. Beginnen wollen wir wie immer mit einem kurzen Blick auf die Box, beziehungsweise in diesem Fall einen Blick auf die Boxen. Denn ähnlich wie bei Unicorn damals, also bei O1 Studio Cell, der ja auch von Zeta Toys war, über Umwegen, hat man auch hier zwei Boxen und die optisch erstmal miteinander nichts zu tun haben. Wir haben einmal hier diese kleine braune Pappkiste. Da drin sind, wie schon auch der Name schon sagt, Wing und Mask, ist einmal hier sein Kopf, beziehungsweise so ein Aufsteckteil für den Kopf und die beiden Flügel. Für den Jet bzw. dann fürs Backpack. Die sind separat verpackt. Die sind auch in der Anleitung von Flash, sind diese Teile nicht mit abgebildet. Das heißt, man hat hier den gleichen Ansatz im Prinzip gewählt und die beiden oder die Figur liefert man im Prinzip unvollständig aus und gibt dann die restlichen Teile in so einer unscheinbaren blauen Box dazu. Das ist genau wie bei Unicron. Ich vermute, es hat den gleichen Hintergrund, dass es irgendwas mit Copyright-Infringement-Geschichten zu tun hat, dass man da irgendwelchen Sachen aus dem Weg gehen will. Ist auf jeden Fall ganz spannend, weil mir war das bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Und es gibt halt, ich glaube, 3-0, ne, hat einen Blitzwing. Von daher, vielleicht wollte man einfach der Sache aus dem Weg gehen. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Über die Box von Flash selber gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Die ist ziemlich öde. Sie ist schwarz und hat dann hier, man kann es hier nicht so gut sehen auf der Seite, sieht man es ganz gut. Da sind so ein paar Schattierungen irgendwie drin. Ich weiß nicht, ob das, wenn man ganz genau hinkommt, wenn man da die Figur erkennen kann. Für mich sind es aber eigentlich nur irgendwelche Formen. Dreiecke und sowas, ne? Und die ist wirklich rundherum schwarz. Ihr habt nirgendwo auch nur ansatzweise einen Hinweis darauf, was da drin ist, außer ihr wisst es. Ja. Ist ziemlich schmucklos, ist jetzt nicht schlimm, aber ich finde es immer schade, wenn man kein Artwork und nichts hat. Das hier mit dem Flash so vom Stil ist ganz cool. Innen drin ist einfach nur Plastik-Clamshell, also nichts Besonderes. Daraus resultiert, müsst ihr natürlich die Zubehörteile auch erstmal anbauen. Ihr habt die Flügel, die müsst ihr noch ein bisschen transformieren, indem ihr einmal dieses Teil hier rumdreht. Ihr müsst aufpassen, dass der Pin gerade rauszieht, sonst bleibt ihr da dran hängen. Schwingt das hier einmal rum, klappt dann hier die Klappe einmal nach hinten, dass das einigermaßen glatt liegt. Die Klappe hier kommt nach vorne. Gehst du da rein? Das ist ein bisschen hakelig, wie es in Doppelgelenken ja fast schon Standard ist. Und dann haben wir hier diesen Flügel, der liegt hier so versetzt quasi oben drüber. Und was ihr mit dem Ding macht, ist, könnt es hier anlegen oder könnt es oben lassen. Ich finde es hier, wenn es so angelegt ist, sieht es ein bisschen cooler aus, wenn man diese Schräge einfach dran hat. Und dann habt ihr hier euren, andere Richtung, so rum. Und dann habt ihr hier euren Pin und steckt das Ganze dann hier hinten rein. Ihr könnt allerdings die ganzen Flügel noch ein bisschen spannender machen, optisch, indem ihr die Bomben, die sind bei Flash als Zubehör dabei, einfach hier noch mit dran steckt. Und dann ist das Ganze etwas spannender. Und dann steckt ihr den Flügel einfach hier hinten dran. Ne, dann habt ihr hier diesen Look. Das wiederholt er für die andere Seite. Um den Kopf zu komplettieren, müsst ihr ihn erstmal in die richtige Position bringen. So kommt er in der Box. Das hier ist hinten, das hier ist oben. Also zack, klappt ihn hier einmal hoch. Und dann habt ihr hier diese drei Punkte und entsprechend hier in der Maske diese drei Stäbe. Und dann könntet ihr ihn einfach draufstecken. Ihr könnt allerdings vorher, wenn ihr das möchtet, noch euer Light-Up-Feature einbauen. Denn im Zubehörkatalog von Flash selber habt ihr diese drei Teile hier und da müsst ihr die Batterien reinklemmen. Ich habe das hier schon einmal vorbereitet. Das sind LR621 oder AG1 Knopfzellen. In der Anleitung steht SR621, aber ich vermute einfach mal, das ist das Gleiche. Und die steckt ihr einfach da rein. Ne? Hier auf der Seite ist Plus, hier wo der Knopf ist, ist Minus. Das steht hier auf der Seite auch nochmal drauf. Und diese Teile, die sind insgesamt drei Stück. Zwei sind hinten für die Triebwerke und zwei oder eins ist für den Kopf. Und für den Kopf habt ihr zusätzlich hier noch den Schalter. Ich kann nur zwei davon vorbereiten, weil ich nur vier von diesen Batterien hier habe. Aber ich werde auf jeden Fall diese Dinger einbauen, damit wir uns dann das Light-Up-Feature auch mal angucken können. Um die LEDs vorzubereiten, nehmt ihr hier eure Halterung, ne, guckt die Plusseite entsprechend, kommt jetzt dann hier nach unten in dem Fall. Und dann nehmt ihr euch die zweite Batterie. Und ist alles so klein, ist nichts für meine großen Händchen. Quetscht ihr dann entsprechend da oben drüber rein, dass das so ungefähr in der Mitte sitzt. Und wenn man jetzt hier auf diesen Knopf drückt, seht ihr, haben wir wunderschöne LEDs. Am Kopf müssen wir aber noch den Schalter mit einbauen, das ist dieses Teil. Und der gehört so eingebaut, dass dieser lange Überstand von dieser kreisrunden Platte, also die Sache hier, die gehört nach unten. Und am besten nehmt ihr euch hier, weiß ich, eine Pinzette, weil das per Hand da reinzufummeln ist relativ schwer. Und steckt das Ding hier einmal oben drauf. Als nächstes nehmt ihr eure LED hier, ne, mit dem Knopf nach hinten logischerweise, dass das entsprechend dann auch mit dem Schalter sich verbindet. Drückt das hier rein, so weit wie es halt geht. Und dann setzt ihr eure Maske hier vorne einfach drauf. Und mit einem Druck auf den Schalter habt ihr dann beleuchtete Augen für Blitzwing.
An den Triebwerken habt ihr hier hinten so eine Öffnung, wo dann entsprechend hier eure LED reinkommt. Das machen wir aber, wenn wir beim Jet-Modus dann angekommen sind, dass wir auch sehen, wie wir die einschalten und so weiter. Das überspringen wir jetzt, denn so in dieser Variante kommt man da einfach relativ schwer dran. Bleibt noch ein letztes Zubehör, nämlich diese beiden Flügelchen hier. Ihr seht, die haben oben so Kugelgelenke und die gehören hier hinten am Rücken einfach nur so reingesteckt. Das geht relativ einfach. Zack. Und die andere Seite genauso. Zack. Und dann habt ihr hier noch so eine kleine optische Finesse. Und damit sind wir bei der Figur selber und ihr seht, der hat massenhaft Zubehör dabei. Und das Schöne ist, es ist alles sinnvoll. Das ist super cool. Das Erste, was natürlich auffällt, ist, warum hat er einen Koffer? Ja. Das ist relativ einfach erklärt. Ihr nehmt nämlich den Koffer hier aus der Hand und dann klappt ihr das Ding einfach einmal, also einfach ist leicht gesagt, einmal hier in der Mitte auf und da drinnen findet ihr seinen Flight Stand. Und das hier ist der Koffer sozusagen, ist seine Basis. Die sind hier drauf gesteckt, so relativ eng. Und dann seht ihr, habt ihr massenhaft Punkte, wo ihr das Ding am Ende raufbauen könnt. Ne, ihr nehmt am besten erstmal hier so den kleinen Ständer hier vorne, packt den irgendwo hin, ist jetzt erstmal egal, wir machen das etwas rudimentär. Ne, sucht euch dann hier einen entsprechenden Punkt hier im Stand und dann platziert ihr das Teil an irgendeiner Ecke von mir aus jetzt hier. Das ist nicht so optimal gewählt. Vielleicht jetzt von mir, ne, ein bisschen steiler, also damit könnt ihr den Winkel entsprechend anpassen und dann habt ihr hier seinen Flight Stand für den Jet-Modus. Finde ich super geil gemacht, ganz ehrlich, dass man das wirklich so als Case nehmen kann, das so sauber und klein verpacken, das ist cool. Und ihr habt gesehen, hier sind massenhaft Raketen und Bomben und alles Mögliche dabei. Auch die könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, so für die Optik oder so, ne, könnt ihr natürlich auch die Dinger hier entsprechend auf dem Stand noch platzieren. Das ist relativ eng, die Ports, die hätte ich mir mit etwas mehr Spielraum noch gewünscht. Das ist ganz cool. Ihr habt hier diese beigen Teile, die auf den ersten Blick keinen so richtigen Zweck erfüllen. An denen werden die Raketen montiert. Und ihr habt einmal hier die Raketen mit den Flügeln, die kommen an die Seite. Zack. Und wir machen jetzt nochmal eins quasi exemplarisch. Das ist auch hauptsächlich für den Jet-Modus hinterher, aber ihr könnt es halt auch im Bot-Modus verwenden, wenn ihr den wollt. Zack. Da ist die zweite. Und dann haben wir noch die ohne. Die haben hier die Seitenflügel nicht. Die kommen dann entsprechend, weil sie etwas weniger Platz haben, kommen die hier unten auf diese Spitzen. Und dann habt ihr hier so ein Raketenpack. Das könnt ihr natürlich unter die Flügel packen. Ihr könnt aber, wenn ihr das wollt, zum Beispiel, dann habt ihr auch die Option. Ihr habt hier hinten noch, ich weiß gar nicht genau, auf welchem Steckplatz, ob es der hier ist oder, ja, zum Beispiel, ich glaube hier oder war es der hier hinten? Ist leider alles nicht in der Anleitung beschrieben, also man muss sich da wirklich nur über die Fotos quasi rantasten. Die Anleitung ist sowieso nochmal ein Fall für sich, die ist nicht wirklich toll. Mal gucken, so rum vielleicht irgendwie besser passt. Na, irgendwie sollte man das hier dran bekommen. Vielleicht doch hier hinten dran, ja, hier hinten kann man es dran stecken. Also ihr kriegt auch die Teile unter. Die Anleitung, wie gesagt, ist nicht wirklich toll, die Schritte sind nicht wirklich gut erklärt. Also ich kam ohne Video, kam ich nicht zurecht. Ich habe das Ding erst wieder ziemlich verflucht, ähnlich wie den Thunder Warrior damals. Die Anleitung ist besser als beim Thunder Warrior, allein schon, weil sie in der richtigen Reihenfolge wenigstens ist. Und man kommt relativ weit damit, aber es gibt so ein, zwei Punkte, da kommt man ohne Hilfe von außen nicht so richtig weiter. Dann seht ihr, habt ihr einmal hier montiert schon. Seine Armkanone, die sieht super geil aus. Wir ziehen die mal ab, denn die ist relativ einfach zu montieren. Die hat einfach hier so einen kleinen Pin da in der Mitte, ne, und steckt ihr einfach hier drauf und dann tauscht ihr das gegen die Hand. Die Hand auch sehr cool gemacht. Dann, ne, können wir schon mal so ein bisschen drauf gucken hier mit den Farbakzenten, die spitzen Finger, alles einzeln artikuliert. Sehr, sehr cool. Steckt ihr dann entsprechend hier dran und dann habt ihr hier seine, bleibst du stehen? Ja. Haben wir hier seine Armkanone. Vom Design her, ne, von den Details, ist gerade der ich bin gerade noch im Weitwinkelmodus, das ändern wir gleich noch. Schön gemacht, ne? Wir haben Grau, wir haben Beige und wir haben Rot. Das Ganze hat alles so ein bisschen, das ist auch so leicht geweathert, aber nicht so extrem wie beim Thunder Warrior. Und vor allem, es bleibt dran, wenn ich mit dem Finger drüber gehe. Ne, also es sieht wirklich sehr, sehr cool aus hier vorne. Einfach schwarzes Plastik, das kommt aber auch gut. Das ist völlig okay. Dann haben wir hier seinen Spike. Ne, der wird genauso ausgetauscht, einfach Hand abziehen, das Ding draufstecken. Der ist ein bisschen, der ist halt nur schwarz. Ich hätte immer noch ein bisschen, keine Ahnung, mit so ein paar grauen Akzenten oder so noch ein bisschen weathern dürfen. Das wäre ganz cool gewesen. Raketen habt ihr gesehen. Wir haben hier diese fette Bombe, die kommt am Ende dann unter das Flugzeug. Die beiden Bomben sind entsprechend noch mit dabei. Also der Zubehörkatalog von dem Ding ist fantastisch. Ne? Stand mit dabei, finde ich super für einen Transformer mit Jet-Modus. Und alles andere erfüllt einen Zweck, hat einen Platz
und lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut austauschen. Falls ihr euch fragt, ob man auch den Bot-Modus auf den Stand bekommt, ja, ihr habt hier hinten diese beiden Ports und da passt hier entsprechend dann der Stand. Ich habe es jetzt nicht gut ausgerichtet, aber auch dann hier rein. Das heißt, ihr könnt ihn auch irgendwie in einer Sprungpose oder so, könnt ihr ihn hier mit dem Stand im Bot-Modus stabilisieren. Und genau über den Bot-Modus wollen wir jetzt mal sprechen und der ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Er ist nicht ohne Schwächen, aber generell erstmal vom Look, finde ich, steht er dem Thunder Warrior in nichts nach. Und er fühlt sich deutlich stabiler an, mit Ausnahme der Flügel. Da kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt ignoriert mal kurz die Flügel, ja. Guckt mal nur auf die Beine und die Gelenke. Alles stabil. Die ganzen Paneele hier, das ist alles fest dran. Die rutschen auch mal ab, aber die haben wenigstens einen Arretierungspunkt, der hält. Beim Thunder Warrior war das alles nur so angelegt und wabbelte da rum und so. Ne? Also gefällt mir von der fühlt sich von der gesamten Konstruktion, wenn du den in der Hand hast, fühlt er sich viel stabiler an als die Mechanical Alliance Figur. Und das finde ich schon mal sehr, sehr erfrischend. Es gibt zwei der Sachen, die mich stören, was die Stabilität, also was das Gefühl angeht, wir sind den Eindruck so ein bisschen trüben. Wir haben einmal, hier sind so Diecast-Teile drauf, die sind fehlergelagert, die schlabbern aber hier nur so rum. Das ist dann, damit die hinterher dann im Flugzeugmodus so rangedrückt werden können, aber führt halt dazu, dass die hier so ein bisschen locker einfach sitzen. Das ist jetzt nicht total nervig oder so, aber es irritiert einen halt, wenn man mit der Figur hantiert. Dann haben wir hier diese kleinen Schilder an der Hüfte, die sind halt hier aus so Kugelgelenken, die sind mir auch zu locker irgendwie, die verdrehen sich sehr, sehr einfach. Großes Problem, wie ich finde, also wirklich richtiger Fehler meines Erachtens, großes Manko, sind hier die Flügel. Normalerweise sollten die hier so seitlich hoch stehen bei Blitzwing. Sie sind aber leider, ne, also der hält mal je nach Winkel ganz gut, aber ne, hat auch so einen Punkt, wo er dann runterklappt. Also die sind definitiv von der Machart nicht gut. Die sind hier nur so durchgesteckt, da ist die Toleranz, passt einfach nicht. Also rein optisch, damit man sich nicht ständig dran stört, würde ich es ja wahrscheinlich dann doch einfach runterhängen lassen. Oder vielleicht, man kann es auch so nach vorne, glaube ich, drehen, dann hält es auch. Aber das Hochstellen der Flügel funktioniert leider nicht. Die Schulterpads hier sind auch ein bisschen zu locker. Die sind aber, wenn sie aber auf dem Arm dann drauf sitzen, wenn man es ausgerichtet hat, kriegt man schon so fest hin, dass sie dann an ihrem Platz bleiben. Das ist ganz gut. Und was auch wirklich ärgerlich ist, habt ihr eben schon gesehen, vor allem der rechte Flügel hier, der ist hier nur, ne, auch nur gepinnt im Prinzip mit so einer Stange. Auch das ist nicht eng genug und der Flügel ist relativ schwer, durch die Bombe jetzt nochmal schwerer. Das heißt, sobald ihr ihn so ein bisschen rückenlastig hinstellt, klappt der Flügel weg. Und das ist schade. Der andere ist auch nicht perfekt, aber ein bisschen besser. Also er bleibt wenigstens so, ne, bleibt wenigstens so in seiner Position. Der kippt deutlich früher weg. Das ist so, aber auch das Einzige. Ansonsten finde ich ihn von der Konstruktion, vom Design sowieso ziemlich cool. Wir gucken mal kurz ein bisschen über die einzelnen Punkte. Der Kopf ist auch hier mir zu dunkel. Ich hätte das Innere des Gesichts hätte ich gerne ein bisschen bis in einem helleren Grau gehabt, dass man die Details ein bisschen besser sieht. Klar, durch das Light-Up-Feature kommt es dann irgendwie cool, aber so ist halt recht tot. Die Augen sind halt auch nicht bemalt. Auch das geht dann so ein bisschen unter. Also das Gesicht ist mir zu dunkel einfach. Hier diese roten Ränder sind ganz cool. Naja, überall. Das Ding ist sowieso, glaube ich, von oben bis unten bemalt komplett. Ja, und hat überall so diese leicht matte Haptik, das ist ganz cool. Das hier vorne ist ein Diecast-Teil, das ist vollständig bemalt. Und wir haben überall so diese kleinen Tempo-Paints und so leichte Dreckränder irgendwo, die so ein bisschen halt nach gebraucht aussehen. Ne? Sieht man auch hier ganz schön auf den Nieten. So. Die ganzen Details sind wirklich schön. Sind wirklich schön. Auch hier, ne, ähnlich wie bei dem Spike, auf diesen Motorenteil, die sind halt nur schwarz. Auch hier, ne, da hätte ich so ein leichtes, so einen grauen Absatz irgendwie an den Kanten, das hätte ich ganz nett gefunden, das wäre noch ein bisschen schöner gewesen. Aber ansonsten habe ich an dem Ding optisch wenig auszusetzen. Auch die Füße hier sind alles viel kompakter, ne? Hier auch schöne Details, das hier ist bemalt, ne? Hier auch nochmal Tempo-Paint drauf. Also der ist wirklich cool und selbst der Rücken ist natürlich ein bisschen offen, aber ne, wir haben auch hier die technischen Details, wir haben hier diese kleinen Triebwerke unten dran, wir haben hier das mit den Flügeln, die du sogar noch ein bisschen ausrichten kannst und so. Also ich finde den vom Design, finde ich ihn richtig stark. Vielleicht die Oberschenkel hier an der Stelle finde ich alles ein bisschen sehr gerade, vielleicht wäre das schon ein bisschen zu dünn, vielleicht ein bisschen balkiger machen so, aber das ist auch das Einzige. Ich finde ihn ansonsten bockstark vom Design und hätte man diese Kleinigkeiten, diese kleinen schlabbernden Teile auch noch vernünftig toleriert, es wäre nahezu perfekter Blitzwing gewesen. Also kleine Dellen in der Rüstung sozusagen, aber vom Design und von der Machart her, von der Bauweise viel, viel besser, viel, viel stabiler als der Thunder Warrior. Ein Feature habe ich vergessen euch zu zeigen. Ihr könnt nämlich den Arm hier öffnen und habt hier drin diese kleinen Raketen. Die schwingt ja einmal nach draußen und klappt das Ganze dann hier wieder zu. Und dann habt ihr hier noch so zwei kleine Dinger. Die könnt ihr, glaube ich, sogar abziehen.
Also quasi so abfeuern, ne? Versuchen wir das mal. Ja, auch das geht. Ne? Also nettes kleines Ding. Und wenn er die nicht haben will, klappt er die wieder zurück. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Die haben hier diese kleinen Flügel, die bleiben so ein bisschen hier dann an der Ecke so ein bisschen hängen. Dann muss man die Rakete ein bisschen rumdrehen und so. Das passt aber und dann kann man das Ding wieder schließen. Bei der Beweglichkeit haben wir den Kopf auf einem Kugelgelenk. Guter Blick nach oben, leider nicht so richtig viel nach unten. Da wäre so ein leichtes Ankippen oder so, wäre noch ganz nett gewesen. Man kann ihn so ein bisschen nach vorne und hinten schieben, ne, weil das Kugelgelenk unten auf einer Stange gelagert ist. Aber so richtig, also ich hätte es gerne noch ein bisschen tiefer einfach gehabt. Neigung links, rechts funktioniert, Rotation sowieso. Schultern. Wir haben einmal hier das Pad, das kriegt ihr an die Seite, das bewegt sich aber auch automatisch mit. Und dann haben wir hier die Schulter einmal gelagert auf einem bisschen engen, aber dadurch halt auch sehr stabilen Reibungsgelenk, maximal nach oben, sehr, sehr cool. Und wenn das Ding runter ist, kriegt ihr den Arm auch 360 Grad rundherum. Der Flügel müsste dann hier natürlich aus dem Weg. Das auch nicht so perfekt, ne, dieser Steckplatz hier. Aber steckt man einfach wieder dran und dann ist es okay. Also kein riesiges Drama, wie ich finde. Oberarm rotiert entsprechend direkt hier unter dem Schulterpad. Funktioniert auch mit dem Schulterpad drauf. Verschiebt sich dann mal so ein kleines bisschen, aber völlig okay. 360 Grad. Dann haben wir einen Ellenbogen, der ist doppelt gelagert. Wir haben einmal hier unten, ja, das ist der Flügel schon wieder. Aber es ist also, das ist aber nichts, was jetzt passiert, wenn die Figur irgendwo steht. Dann hält der Flügel, wenn er halt dran stößt, dann haust du ihn immer wieder ab. Wir lassen ihn jetzt einfach mal ab. Wir haben einmal hier oben ein Gelenk und dann ein zweites hier unten. Dadurch kriegt ihr die volle Reichweite und es ist auch ein bisschen ausdesignt. Das sieht ganz cool aus. Und wir haben hier unten noch eine zusätzliche Rotation des Unterarms und dann haben wir das Handgelenk. Das Handgelenk lässt sich erstmal, muss ich gucken, dass ich den richtigen Punkt finde. Genau hier an der Stelle lässt es sich entsprechend neigen. Das heißt, wenn es jetzt so hat, ne, ihr könnt den Arm dann entsprechend halt drehen, damit der Neigungspunkt an der Richtung ist, wie ihr es gerne wollt. Das ist clever gemacht. Daumen sitzt auf einem Kugelgelenk. Das ist ganz gut. Und dann haben wir die Finger hier auf 1, 2 Pins, alle einzeln beweglich. Sehr, sehr gut toleriert, schlabbert nichts rum, lässt sich aber wirklich gut bedienen, dass man also nicht dran rumwürgen muss oder so. Sehr, sehr toll. Anderer Arm, logischerweise ganz genau das gleiche. Der Torso ist ein bisschen tricky zu bedienen. Wenn ich das richtig sehe, ich kann mich täuschen, sitzt der hier einfach nur auf dem Scharnier. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, der sitzt auf dem Kugelgelenk, aber es ist ein Scharnier. Ne? Dadurch kriegt ihr eine Rotation des Torsos hin. Ihr habt halt hier sehr viel Gebämsel. Ne? Ihr habt hier die Teile an der Seite, die sollen normalerweise sich am Cockpit arretieren. Das tun sie auch nur so mittelmäßig. Die sind aber hier oben auf Kugelgelenken gelagert, deswegen hängen die nicht groß im Weg rum. Das ist also völlig okay. Und ihr könnt die auch mal ein bisschen nach vorne schieben oder so. Das passt. Das Teil hier unten sitzt auf einer Kugel, bewegt sich also immer so ein bisschen mit. Also ich denke, das hat man ziemlich gut gelöst. Und die Reichweiten, sagen wir mal 45 Grad, kriegt man hin. Das Gelenk könnte auch noch mehr, aber dann wird es ja dann hier mit dem Aufbau ein bisschen viel. Reicht mir persönlich aber vollkommen aus. Einen richtigen Crunch oder so gibt es jetzt keinen. Braucht es aber auch nicht, denn ihr habt eine recht flexible Hüfte. Wir haben das Bein einmal hier nach vorne, nicht ganz die volle Reichweite, aber fast. Und entsprechend volle Reichweite nach hinten. Alles Reibungsgelenke, nicht eine Ratsche in der ganzen Figur. Aber die Reibungsgelenke sind alle von der Toleranz sehr, sehr gut. Klar, das Bein ist schwer. Ne? Das heißt, irgendwann kommt es dann langsam runter, aber ihr seht, er hält es schon. Mit ein bisschen Schütteln gibt es danach, aber überhaupt nicht dramatisch, zumal er ja auch eher selten auf einem Bein tanzen wird. Die Oberschenkelrotation ist mir ein bisschen zu fest. Ihr seht, das alles, selbst die Gelenke sind bemalt. Das ist super gut. Ne, das funktioniert aber. Was ebenfalls zu fest ist, ist das Knie. Auch da haben wir zwei Gelenke. Das untere hier, das funktioniert gut. Das kriegt man einfach schon mal auf 90 Grad. Für das zweite muss man dann wirklich hier das Gelenk festhalten und es dann hier drücken. Und dann kriegt ihr die volle Reichweite hin. Ihr habt hier noch so ein kleines Kneepad. Ne, das ist also auch vom Look her dann wirklich durchgehend ohne große Lücken. Das ist cool gemacht. Nur das obere Gelenk vielleicht ein bisschen zu fest. Und dann bleibt noch der Fuß, der ist auch ganz spannend. Der liegt nämlich, der ist hier auf so einer Armatur, kann man die erkennen? Ja, da könnt ihr sie sehen. Das heißt, ihr kriegt ihn ziemlich weit nach innen. Ihr kriegt ihn auch ein ordentliches Stück nach außen. Kann sein, dass ihr die Platte hier mal so ein bisschen wegdrückt, weil er an dem Triebwerk hängen bleibt, aber ne, das ist alles da. Hält es Gewicht der Figur nicht in jedem Winkel, aber generell funktioniert das ganz gut. Und dann haben wir hier, der Fuß geht wirklich weit nach unten, geht leider nur begrenzt nach oben. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Vielleicht, wenn man die Platte hier aushakt oder so. Ja, guck mal, dann kann man ihn noch ein bisschen mehr noch bewegen. Das ist dann, denke ich, okay. Das ist okay. Und ihr könnt hier, ne, mit der Ferse, die könnt ihr theoretisch noch aushängen und dann könnt ihr noch ein bisschen spielen. Aber das ist dann schon teiltransformieren. Das würde ich dann nicht mehr so richtig werden. Also ich finde, die Beweglichkeit ist ziemlich gut. Er ist, weil er eine ziemlich schwere Figur ist, wiegen wir ihn gleich noch. Ist er nicht ganz einfach zu handeln und man muss wirklich quasi jedes Gelenk schrittweise Stück für Stück bedienen und dann eine vernünftige Pose draus bauen. Also es ist nicht so,
nicht so benutzerfreundlich, sag ich mal, aber technisch so gut, dass am Ende alles hält. Das einzig Doofe ist ja das wirklich, dass euch die Flügel hier hinten entweder abfallen oder halt in seinem Fall hier wegklappen. Wir hatten vom Gewicht gesprochen. Er wiegt mit 730 Gramm nochmal deutlich mehr als der Mechanical Alliance Thunder Warrior. Der war bei einem knappen halben Kilo. Das liegt aber auch daran, dass er mit 30,5 cm einfach auch nochmal 3,5 cm größer ist. Es ist also ein riesiges Viech. Zum Vergleich haben wir hier einmal Masterpiece Bumblebee, einfach so als gängigen Maßstab. Und den tun wir mal an die Seite, den Transcraft Beetle. Falls ihr euch wundert, warum der so komisch aussieht, mir ist der kaputt gegangen. Ja, ich hoffe, ich kann ihn euch noch zeigen. Ersatzteil ist irgendwie bestellt, in Anführungsstrichen. Ich habe die halt angeschrieben, in Hoffnung, dass ich was kriege. Der ist hier vorne stumpf abgebrochen, aber so als Größenvergleich, denke ich, passt es erstmal schon. Ich finde ihn zu groß. Also ich finde der Bumblebee so, ja, so das vielleicht. Also deutlich kleiner muss der Bee in jedem Fall sein, keine Frage. Aber das finde ich schon zu extrem. Vielleicht mit dem Thunder Warrior hätte das besser gepasst. Aber das funktioniert für mich nicht so 100%. Wenn du ihn jetzt hier so, keine Ahnung, in der Hand hält, so zum Würgen oder was, dann geht es so, ne, für ein Display. Aber so direkt nebeneinander kommt der Bee mir doch ein bisschen arg klein vor. Also hierfür eine passende Figur zu finden, das wird schwer. Aber der funktioniert auch als Standalone-Piece im Display. Funktioniert er hier mit seiner Beleuchtung. Funktioniert er schon ziemlich gut. Für die Verwandlung entfernt als erstes die Flügel. Ihr müsst das nicht machen, aber es macht einem die Sache doch deutlich leichter, weil sie einem nicht die ganze Zeit im Weg rumhängen. An den Armen dreht ihr den Unterarm so grobe 90 Grad nach hinten, dass das hier so ungefähr auf einer Linie ist. Klappt das Ganze hier auf. Und dann habt ihr hier ein doppeltes Gelenk, ne, bringt das hier einmal 180 Grad runter, klappt das Ganze hier so nah dran, dass ihr dann hier die Klappe wieder schließen könnt. Die Seitenflügel, die eigentlich so stehen sollten und meistens irgendwie hier so runterhängen, die klappt ihr einmal hier 90 Grad vor. Dann nehmt ihr jetzt hier das rote Teil, das ist hier, seht ihr so eine kleine Stange, da ist es eingehangen. Das heißt, ihr drückt es so ein bisschen nach oben und zieht es hier raus und dann löst sich auch hier vorne der Pin und dann schwingt ihr das Ganze erstmal hier so nach außen. Wiederholt es auf der anderen Seite und jetzt könnt ihr das Backpack hier an der Seite, und dann seht ihr, so ein langer Stab, den müsst ihr hier an dieser Platte vorbeischieben. Das auf beiden Seiten und dann könnt ihr dieses Teil hier einmal nach unten klappen. Am Backpack schiebt ihr jetzt hier oben diese kleinen Triebwerke weg, dann könnt ihr die Flügel hier einklappen und legt das Teil hier wieder da drüber. Und dann klappt ihr das Teil hier raus. Diese Platten sind auf Doppelarmen, die bringt ihr einmal hier rum. Die müssen dann hier oben da einhaken. Dann macht ihr hier, macht ihr das Ganze nochmal und da gibt es entsprechenden Pin. Also zieht das Ding gerade, legt es hier drauf und dann arretiert das einmal vorne und einmal hier hinten am Pin und sollte dann auch hier so eine einigermaßen geschlossene Linie geben. Jetzt dreht ihr den Arm 90 Grad nach innen und schwingt ihn 180 Grad nach oben. Und jetzt nehmt ihr dieses Teil hier, klappt es raus, klappt es hier 90 Grad vor und legt es jetzt hier drüber, damit das hier an der Stelle sauber zusammenpasst. An der Brust klappt ihr jetzt hier das Teil maximal nach vorne und schwingt hier dieses Diecast-Teil nach innen. Die Seitenteile sollten eigentlich hier arretiert sein, hält halt nicht super gut, das heißt, die sind wahrscheinlich schon locker. Und dann könnt ihr die Cockpitscheiben nehmen und könnt sie hier nach vorne ziehen. Die sind hier an der Stelle eingesteckt und bringt sie jetzt hier auf dem Gelenk nach oben und aus dem Weg. Den Teil hier vorne nehmt ihr, dreht ihn um 180 Grad und legt ihn hier sauber an die Cockpitscheibe an. Und dann nehmt ihr hier unten, da ist der Torso mit dem Backpack verbunden, und zieht das Ganze nach außen. Jetzt könnt ihr sehen, dass der Kopf, ne, hier dem Ganzen hinterher geht und ihr könnt hier vorne eine saubere Linie machen. Klappt jetzt die Schnauze hier vorne auf und holt die Spitze des Flugzeugs einmal nach draußen. Der hat hier unten noch so eine kleine Kamera. Die braucht ihr am Ende, um das Ganze, wenn es wieder zusammengeklappt hat, ne, hier unten dann miteinander zu verheiraten. Das ist jetzt noch nicht perfekt, aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Jetzt müsst ihr gucken, das ist jetzt alles ein bisschen tricky. Ihr müsst nämlich das Teil wieder davor schwingen, damit das gut klappt. Einmal gucken, dass halt das Ding hier wirklich sauber ist. Dann hier das Cockpit schon mal 180 Grad rumdrehen. Und dann schwingt ihr das ganze Teil hier davor und bewegt jetzt hier die Flugzeugspitze nach oben. Das findet sich gleich alles noch. Ihr müsst nämlich jetzt gucken, dass ihr das Cockpit, das hat hier, seht ihr so kleine Haken, die müssen da rein. Das ist ein super enger Sitz. Am besten klappt ihr die hintere Cockpitscheibe an die Seite, damit ihr seht, was ihr tut. Und da könnt ihr wirklich mit Kraft das Ganze reindrücken. Zack und zack. Na, dann könnt ihr hier die Cockpitscheiben entsprechend wieder schließen. Und ihr seht, jetzt gibt das so langsam hier eine Form. Dann könnt ihr das hier vorne schließen, könnt die Flugzeugnase hier unten drunter arretieren und könnt jetzt zum Abschluss, wenn die Arme aus dem Weg sind, nehmt ihr die Teile hier und drückt sie entsprechend hier an die Seite, so ein bisschen drunter rutschen,
Ihr seht, hier hat es sich auch noch mal etwas verkantet. Das ist ein großes Problem bei dem Teil, dass halt viele Sachen sich wirklich miteinander verhaken und verkanten. Aber ein bisschen schieben und zusammendrücken geht das dann, vor allem wenn man halt weiß, wo was hingehört und in welcher Reihenfolge man die Schritte macht. Das ist in der Anleitung nicht gut erklärt, aber mit ein bisschen Erfahrung kriegt man das hin. Anschließend nimmt er die gesamte Flugzeugspitze und dreht sie um 180 Grad rum. Dann widmen wir uns den Beinen. Wir drehen einmal hier dieses Panel an die Seite und nach oben. Und dann können wir hier an diesen Teil ziehen. Das rutscht dann hier so nach vorne. Ihr seht, es gibt hier schon so einigermaßen eine Fläche. Das Teil klappt hier nach oben und dreht es um 180 Grad einmal rundherum. Und dann habt ihr hier schon so den ersten Teil der Außenwand. Löst jetzt dieses Panel, indem es hier nach unten rauszieht. Dann habt ihr hier oben, das ist jetzt hier nicht kaum zu sehen, aber ihr seht es, wenn ich es bewege, habt ihr so einen Doppelarm. Zack, den bewegt ihr so langsam nach oben und aus dem Weg. Diese Platte hier löst ihr entsprechend auch schon mal und dieses Teil hier ganz genauso. Dann löst ihr die Ferse hier aus der Arretierung, die ist auf der Seite ziemlich fest, bringt sie hier nach unten und schiebt dieses Gelenk wirklich mit Kraft hier rein, dass sich das Ding flach unter den Fuß legt. Und vorne die Zehen drückt ihr ebenfalls aus der Arretierung und dreht sie hier um 180 Grad rum. Dann bekommt ihr hier so eine einigermaßen gerade Fläche und zieht den Fuß dann hier lang. Jetzt kommt was Cooles, wie ich finde. Ihr nehmt dieses Teil, das sitzt hier auf diesem Arm, bringt das hier so an die Seite und parallel klappt ihr den Fuß nach außen und schwingt den rum, sodass die Plätze tauschen. Bewegt jetzt das Panel hier ein bisschen nach außen und jetzt nehmt ihr diesen Teil, passt wirklich auf, das ist ein langes Teil an einem Kugelgelenk, und schwingt das hier durch. Das ist nicht ganz einfach, das zu treffen. So, schwingt es hier so durch und dann bringt ihr das Ganze hier auf dem Doppelgelenk nach vorne. Ergebnis des Ganzen ist, dass ihr jetzt hier an der Stelle schon mal eine ziemlich abgeschlossene Fläche dann habt. Ihr müsst nur eine Sache noch klären, bevor ihr das Ganze in finale Position bringt, denn dieser Haken, der muss hier drüber, also sprich hier so ein bisschen hoch, das da rein, dann sitzt das und dann könnt ihr das hier so ein bisschen in sich arrangieren. Das hier festigt sich dann noch. Jetzt könnt ihr den Fuß hier nach innen schwingen und er legt sich hier, das ist nicht richtig arretiert, aber so als Orientierung da etwa dran. Jetzt nehmt ihr das innere graue Panel, schwingt das rum und klappt es hier nach oben. Und ihr seht, ihr habt hier so einen halbrunden Pack. Das ist auch ein recht interessantes Konzept. Und hakt das da oben ein. Und das andere Panel, das beige, das hat hier so ein, ja, könnt ihr nicht sehen, hat hier so einen Haken. Das hakt sich quasi unter das graue drunter. Also man muss das so ein bisschen parallel arbeiten. Also macht man einmal hier. Und auf der anderen Seite habt ihr dann hier, ne, da hinten so eine kleine Ecke, wo es einhakt, und da vorne. Und dann drückt man das Ganze hier mit etwas Liebe und Kraft in Form. Nehmt jetzt diesen Teil des Flügels, klappt ihn nach außen und nehmt diesen Teil hier und löst ihn hier vom Panel. Und dadurch legt ihr diese Klappe hier frei. Die schwingt ihr jetzt einmal nach hier. Und auf der Rückseite habt ihr ja hier diesen Teil, den schwingt ihr einmal rundherum. Das heißt, auch die tauschen die Plätze. Das hier müsst ihr wirklich mit ein bisschen Kraft reindrücken, bis es überspringt. Und dann schwingt ihr den ganzen Teil entsprechend hier rein. Das dreht ihr rum, damit es dann hier an der Stelle, zack, sich da reinlegt. Bei den Flügeln klappt ihr jetzt das Ding nach außen. Und jetzt können wir es hier sozusagen gemeinschaftlich einmal rundherum schwingen. Der Flügel muss jetzt hier nach draußen. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr hier dahinter kommt und es hier miteinander verbindet. So, und dann haben wir hier auf der Rückseite noch diesen roten Teil des Flügels. Der ist ziemlich fest arretiert. Den klappt ihr hier nach vorne. Und jetzt gilt es im Prinzip nur noch, das Ganze hier zusammenzubauen, indem man das hier reinschiebt. Und dann hier, das geht leider auch nur mit ein bisschen Kraft, drüber drückt. Zack. Und dann rutscht das aber tatsächlich, man glaubt es kaum, ziemlich gut in Form. Und dann nimmt man hier den Flügel, drückt das Ganze hier unten rein. Auch hier wieder mit Kraft. Nicht wundern, diese Flügel sind nicht gerade, sondern die stehen dann am Ende. Das ist wohl modellbedingt auch korrekt. Ja, zack, rein. Stehen die, ne, muss hier so ein bisschen überspringen, zack, stehen die hier dann so schräg runter. Das ist aber korrekt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte es innen so und außen so aussehen. Und dann wiederholt ihr das fürs andere Bein. Auf der Unterseite habt ihr hier diese Flügel, die klappt ihr einmal hier 180 Grad rum und schwingt sie dann nach oben, dass sie hier in der Mitte einigermaßen flach zusammengehen. Klappt die Triebwerke am Heck hier noch zusammen und dann schwingt ihr den ganzen Torso hier auf diesem Gelenk einmal schon grob in die richtige Position. Die Hände müssen ganz gerade ausgestreckt sein mit den Daumen hier an der Seite, dass sie von diesem Teil aus in diese Richtung wegzeigen.
Dann öffnet ihr dieses Teil nach hinten und drückt hier den unteren Teil dieser roten Ecke nach außen, klappt das hier raus und könnt jetzt den ganzen Arm hier mit diesem Panel nach unten schwingen. Und den jetzt da reinzubauen, ist eigentlich der schwierigste Teil. Ihr müsst dafür den Arm, wie gesagt, einmal hier rumdrehen, damit diese Platte hier außen glatt aufsitzt und parallel schon mal den Arm versuchen, in Richtung des Beins zu schwingen. Das Bein muss jetzt hier nach außen. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur gucken, dass ihr an diesen ganzen Klappen hier vorbeikommt, ohne dass sie euch wegklappen, indem ihr hier den Arm so ein bisschen hier an diesem Ding vorbei drückt. Ne, ihr habt auch hier noch die Platte hier vorne so ein bisschen zum Spielen, dass ihr das nach hinten schiebt. Und dann könnt ihr es hier mehr oder minder elegant reinfummeln. Ihr seht, das ist wirklich nicht einfach, aber es geht tatsächlich. Es geht deutlich besser als bei Mechanical Alliance. Dann richtet er hier die Platten so ein bisschen aus und die Hand, deswegen ist die so ein bisschen leicht angewinkelt nach oben, die legt sich dann hier unter den Fuß. Also hier an der Stelle rein. Und dann plötzlich, ne, kriegt das hier eine Form. Das Teil könnt ihr schon mal schließen, wobei das gar nicht so einfach ist. Was auch sehr genau sitzt. Das ist auch so ein halbrunder Pack. So. Und dann habt ihr die Flanke jetzt hier schon einigermaßen geschlossen. Wiederholt das auf der anderen Seite und dann machen wir ihn zu. Das ist leichter gesagt als getan, aber generell ist alles relativ schlüssig, wo es hingehört. Es ist halt nur nicht so ganz einfach zu erreichen. Wir haben einmal hier diese Haken, die müssen entsprechend hier unter diese Paneele drunter. Dafür müsst ihr das Ganze ein bisschen ankippen. Ne, die Dinger müssen hier nach hinten. Und hier an der Stelle muss das Ganze auch nach vorne. Und das ist halt alles mit ein bisschen mit Schieben und Hängen verbunden. Und dann drückt ihr den ganzen Kameraden hier in der Mitte zusammen. Am besten fangt ihr hinten an und arbeitet euch dann so ganz langsam hier nach vorne durch. Wir haben hier diese Klappen, die müssen hier drauf. Er ist jetzt hier noch nicht so richtig beisammen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo noch irgendein Gelenk noch nicht so 100% habe, wie es sollte. Ich drücke jetzt hier von unten mit dem Finger gegen die Paneele. So, ja, jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Jawohl, so. Na, hier müssen wir gucken, dass das Panel muss wieder hier drunter rutschen. Na komm schon. Ne, deswegen sage ich, es ist leichter gesagt als getan, aber ihr müsst halt auch wirklich alle Teile richtig treffen, damit es dann am Ende auch einen abgeschlossenen Jet irgendwo auch gibt. Denn nur dann macht das Ganze ja auch irgendwie so richtig Sinn. Ihr müsst auch gucken, hier vorne habt ihr wieder diesen Haken, diesen da, der muss dann hier seitlich entsprechend sich mit dem Jet verbinden. So, so. Eigentlich passt es jetzt. Ich habe nur auf der Seite hier jetzt noch das Problem, dass hier das Kneepad so ein bisschen das hochdrückt. Das muss unter dieses Panel unten drunter. Ich würde ihn jetzt ungern wieder auseinander pflücken, weil das hier eigentlich die einzige Ecke ist, wo es jetzt noch nicht so richtig passt. Aber ich werde wahrscheinlich nicht drum herumkommen. Aber ihr seht, wo es hinhört. Ich will euch jetzt nicht dieses ganze Rumgewürge hier noch zeigen. Das bedarf ein bisschen Geduld und es ist streng genommen auch nicht wirklich spaßbringend. Aber es funktioniert am Ende eigentlich ganz gut. Hier hinten die Flügel, da hatte ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, die zusammenzubringen. Da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer zielen. Aber auch da ist zumindest klar, wo es hin soll. Das zu machen ist halt nicht so ganz einfach. Die entsprechend kann man erkennen, ne? Da ist ein Tab, der muss nur noch an die richtige Stelle rutschen und so bringt ihr das hier oben dann alles zusammen. Wichtig ist auch nochmal, dass ihr darauf achtet, dass hier diese grauen Teile wirklich innen von dem schwarzen liegen. Die haben so eine Tendenz, manchmal hier außen überzuspringen. Da müsst ihr die entsprechend unten noch reindrehen. Dann haben wir hier noch dieses Teil. Wir klappen einmal die Seite runter. Ne? Hier ist so ein Haken, da klappen wir dann die andere Seite drauf. Und dann haben wir hier Pinlöcher und da die entsprechenden Pins. Und damit kriegt das Ganze dann seine finale Stabilität. Erst auf der einen und dann mit etwas Kraft und Drücken, sicherlich nicht elegant, aber am Ende dann funktional auf der anderen Seite genauso. Jetzt bringen wir gerade noch die Flügel in Stellung, dafür bringen wir einmal hier diesen Teil glatt nach außen, die ganzen Landeklappen hier entsprechend wieder an die richtige Stelle und dieses Teil hier schwingen wir, ne, Landeklappe hinterher,
einmal rund herum, damit diese technischen Details unten sitzen. Und dann stecken wir den Flügel, na, hier ist noch so ein bisschen verkantet, mit diesem Pin, logischerweise, wo sollte er anders hin, hier an die Seite. Und der hakt auch hier tatsächlich ein, also er dreht sich dann nicht nur um diesen einen Pin, sondern mit ein bisschen Kraft drückt man den hier an der Seite fest. Wenn ihr wollt, holt ihr hier unten auf den Flügeln noch die Fahrwerke raus, einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite, nee, genau andersrum. Und dann haben wir hier vorne auch noch eins, das kriegt ihr wahrscheinlich nur mit Werkzeug raus, ne? Das hier ist auf so einer kleinen Sprungfeder gelagert. Und dann seid ihr mit Flash im Jet-Modus fertig. Und hier haben wir ihn einmal voll ausgerüstet auf seinem Flightset. Ihr seht, ihr könnt auch die Waffe hier vorne dran klippen, die ist einfach nur drauf gesteckt. Hier oben sind so zwei kleine Löcher, die sind hier für diese Haken. Das könntet ihr machen, sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Also ich würde es definitiv auch auf diesem Look hier lassen. Und der ist top. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr seht, hier ist der Spike, den kann man hier auf die Station mit draufstecken, auf den Stand. Er hat hier die ganzen Raketen, sind jetzt dran. Das ist schon, das ist beeindruckend, kann ich nicht anders sagen. Der ist, ich finde, der steht dem Mechanical Alliance Jet nicht viel nach. Natürlich, er ist nicht ganz so verspielt, was die Details angeht, aber ganz ehrlich, wir machen gleich nochmal eine Fahrt drüber. Der hat auch überall hier diese Nieten und die Liniendetails, das reicht mir vollkommen aus. Und er schließt relativ gut ab. Ich kriege hier hinten, wie gesagt, den Flügel, den kriege ich nicht zusammen. Da kann ich mir auf den Kopf stellen, vielleicht geht es irgendwie, aber ich kriege es nicht hin. Ansonsten kriegt man mit ein bisschen Arbeit und Kraft, kriegt man sämtliche Paneele einigermaßen geschlossen hin. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich geil. Also ein absolut hervorragender Jet. Und vor allem, wir nehmen ihn mal kurz runter von seinem Ständer hier, auch ziemlich abgeschlossen. Ne, wir haben hier unten natürlich die ganze Technik und so, das ist aber völlig okay. Ja? Ne, hier die große Bombe sieht cool aus. Hier die ganzen kleinen Raketen, ne, die zwei übrigen könnt ihr noch hier vorne dran stecken. Ja, ihr seht, es ist hier ist auch wieder jetzt so, der Fuß ist so ein bisschen verrutscht und so. Das kann man aber, kriegt man alles hin, ne? Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen drücke und so, würde ich ihn vielleicht auch noch da an Ort und Stelle bekommen. Also ich finde den stark. Ich finde ihn richtig gut. Er ist groß, er ist schwer. Er hält sehr gut zusammen am Ende, wenn man es einmal hingekriegt hat. Und ja, ich könnte nicht mehr beeindruckt sein. Sehr, sehr cool. Ihr könnt sogar, hier, das habe ich da ganz vergessen, ihr könnt sogar das Cockpit noch öffnen. Oder Cockpits vielmehr. Es ist ja ein Doppelsitzer. Und dann habt ihr da drinnen sogar noch entsprechend hier wirklich Sitze und vorne habt ihr Steuerknüppel und so, ne? Also sehr, sehr detailverliebt. Hier die ganzen Tempo-Paints auf der Seite, sieht cool aus. Also ich finde, das Ding ist im Alt-Mode ein absoluter Kracher. Bevor wir es vergessen, noch ein kurzer Blick auf die LED-Funktion. Man kommt auch hier nicht wirklich besser ran als im Bot-Mode. Ich dachte, man geht dann irgendwie weiter auf oder so. Und ihr habt hier euer LED, ne? Mit den gleichen Batterien wie schon beim Kopf. Da ist der Knopf, der sollte logischerweise nach hinten zeigen, denn sonst leuchtet da nichts. Aber das da rein zu fummeln, ist gelinde gesagt schwer. Ist schwer. Vielleicht greife ich doch noch mal ganz kurz auf die Pinzette zurück. Das hatte ja beim Kopf ganz gut funktioniert. So, guck mal da. Und dann ist die da drin. Ne? Und dann kann ich die hier durch einen Druck auf den Knopf kann ich die aktivieren. Und dann leuchtet das Triebwerk. Ich finde nicht, dass das den Aufwand wert ist. Beim Kopf kommt es ganz cool. Hier hätte man jetzt, damit das wirklich wirkt, hätte noch ein kleiner Blasteffekt oder so dabei sein müssen. Ne, irgendwie so ein kleiner Feuerschweif oder so. Dann vielleicht, so ist es einigermaßen überflüssig. Zum größten Vergleich haben wir hier einmal Masterpiece Prowl und das ist noch nicht ganz der richtige Maßstab. Da müsste er tatsächlich noch ein bisschen größer sein, aber an sich sehr, sehr überzeugend. Fazit, ich bin einigermaßen überrascht, aber vor allem bin ich erleichtert, es ist doch möglich, einen sehr guten Masterpiece Bumblebee Movie Blitzwing zu zaubern. Zeta Toys macht es viel besser, aber viel besser als Mechanical Alliance. Erstmal fühlt sich der Bot grundsätzlich deutlich stabiler zusammengebaut an. Qualitativ viel hochwertiger, einfach weil nicht ansatzweise so viele Teile lose durch die Gegend schwingen und klappern. Die Gelenke sind zwar auch fest, aber die knarzen und quietschen nicht. Das Material ist, denke ich, vergleichbar. Das ist stabiles, widerstandsfähiges Plastik mit ein paar Diecast-Teilen. Und das ist, denke ich, wirklich, wirklich gut. Und der Bot vermittelt einem halt einfach das Gefühl, dass er deutlich mehr aushält als Mechanical Alliance. Natürlich ist er nicht ganz so detailverliebt, nicht ganz so verspielt, was die Liniendetails angeht. Also immer noch sehr, 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 sehr detailverliebt, aber nicht auf dem Niveau von Mechanical Alliance, so fair muss man sein. Er ist auch nicht ganz so viel bemalt und geweathert, aber dafür ist es qualitativ wenigstens eine vernünftige Bemalung, die dran bleibt und es reicht vollkommen aus, damit es ein spannendes und realistisches Modell gibt. Die Transformation ist im ersten, wenn man es das erste Mal macht,
ähnlich frustrierend, aber wenn man einmal verstanden hat, wie es klappt, funktioniert sie deutlich geschmeidiger, deutlich besser. Die Dinge halten am Ende gut zusammen und der Jet, den man bekommt, ist eine absolute Granate. Und der ist, auch der steht Mechanical Alliance in keinster Weise nach. Und ich fand den Mechanical Alliance Jet eigentlich schon nahezu perfekt. Von daher denke ich, eine sehr, sehr große Leistung von Zeta Toys, abgerundet durch einen fantastischen Zubehörkatalog. Wenn sie jetzt noch eine schöne Box gemacht hätten, dann wäre das Ding hier sehr nah an der Perfektion. Natürlich braucht man ein gewisses Geschick und auch ein bisschen Frustrationstoleranz. Und man muss einfach auch die Zeit und die Lust mitbringen, sich eine halbe Stunde bis Stunde mit so einem Vieh zu beschäftigen, wenn man ihn verwandeln will. Aber das geht in Ordnung, denn er frustriert einen nicht über die Maßen und vor allem hält er seine eigene Transformation vernünftig aus. Beide Modi sehen toll aus und damit lohnt sich der Weg vor und zurück. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, angenehm überrascht. Und für mich ist das Duell viel deutlicher zugunsten Zeta Toys ausgefallen, als ich das rein von den Fotos her vermutet hätte. Soweit mein Video zum Zeta Toys Flash. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich gerne auf Patreon und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.